Jetzt kommen wir bald leider zum Ende dieses, ich möchte fast sagen, apollonischen Gottesdienstes, um die Bregenzer Festspiele zu eröffnen. Die Fürbitten hatten wir schon, die musikalischen Darbietungen. Jetzt kommen wir zur Predigt. Dazu darf ich Sie auf die Bühne bitten, lieber Herr Bundespräsident. Sie kommen mir schon entgegen, wenn ich Sie auf die Bühne bitten darf. Vielleicht könnten Sie auch irgendwas machen, dass ich eine Karte bekomme für den Rigoletto, für die Premiere. Ich schreibe auch keine SMS oder so. Und eine Bitte hätte ich noch. Ich meine, ich finde es ganz wunderbar, dass Sie da sind und dass Sie die Zeit finden, hier persönlich die Festspiele zu eröffnen, wo Sie gerade in Wien so viel zu tun haben mit den Geschehnissen der letzten Zeit, dass Sie der Justiz den langen Atem stärken. Und bitte tun Sie das weiterhin. Tun Sie das weiterhin. Damit es nicht kurzatmig wird. Kurzatmig. Vielen Dank. Wird eher ein bisschen eine Predigt. Zu einer Predigt noch extra so freundlich eingeladen zu werden. Da haben sich die Festspiele stark verändert. Funktioniert das hier? Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren die Festredner jeweils von einem Torero sozusagen wie ein Kampfstier zum Rednerpult geleitet wurden. Und ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, ich finde das ehrenvoll. Für eine Zeit lang fühlt man sich wohl als Kampfstier. Ja? Aber wir wissen alle, wie es in der Arena endet. Insofern danke ich noch einmal für den freundlichen Empfang. Einen schönen guten Tag. Meine Damen und Herren, was für ein schöner Tag das ist. Endlich sieht man sich wieder. Lassen Sie uns hoffen, dass wir das Gröbste hinter uns haben, auch wenn wir alle wissen, dass dieses verdammte Virus noch hinter jeder Ecke lauert. Und lassen Sie uns hin und wieder auch zurückdenken und registrieren und schätzen, wozu die Menschheit fähig ist, wenn Eigeninteressen einmal hintangestellt werden und man gemeinsam an einer Aufgabe arbeitet. Ich meine zum Beispiel die Erfindung, die Verbreitung, die Steuerung, die Nutzung der Impfstoffe auf europäischer Ebene. Also es ermutigt, finde ich, zu sehen, wozu wir fähig sind, wenn wir alle zusammenhalten. Und das ist eine Haltung, die wir vielleicht noch brauchen werden. Ich persönlich finde es ganz toll, sich von Angesicht zu Angesicht wieder sehen zu können, nicht per Videokonferenz. Und es tut mir auch ganz persönlich gut, glauben Sie mir, wieder durch Österreich reisen zu können und im persönlichen Kontakt mit den Menschen das eine oder andere zu besprechen, weil es gibt. Es macht einen Unterschied, ob man etwas liest oder direkt hört. Also zum Beispiel, es macht einen Unterschied, ob man über Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung etwas liest oder direkt aus dem Mund einer jungen Mutter etwa hört, dass das so nicht weitergehen kann mit der Doppel- und Dreifachbelastung. An vielen Frauen insbesondere hat die Pandemie wirklich gezehrt. Und wie schnell es geht, dass eine Gesellschaft im Krisenmodus wieder in die alten, fast schon überwunden geglaubten Geschlechterrollen zurückfällt, ist erstaunlich. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass die Betreuungsarbeit und das Homeschooling im Wesentlichen an den Frauen hängen geblieben ist. Und ich finde, das sollten wir nicht einfach hinnehmen. Das sollten wir nicht hinnehmen, es braucht dazu nur eine Änderung in den Köpfen, eine Änderung in den Geldbörsen der Frauen und vor allem ganz konkrete Angebote für die Kinderbetreuung von den Krippen über die Volksschulen und Kindergärten, Volksschulen bis zur Mittelschule. Ich verstehe nicht ganz, wieso wir in verschiedenen Bereichen und Firmen Arbeitskräftemangel haben und auf einen Teil des Arbeitskräftepotenzials gut gebildete Frauen
es ihnen möglichst schwer machen, ihre Chancen am Arbeitsmarkt wahrzunehmen. Das Vorhin hat die freundliche jüngere Dame, die mich heraufbegleitet hat, das letzte Jahr erwähnt, ja, war schon interessant, aber auf der Straße, wenn ich mit den Leuten rede, dann höre ich nicht nur einmal, dass man sehr unzufrieden ist, wie respektlos mit den Institutionen dieser Republik teilweise von verschiedenen Seiten umgegangen wurde. Insbesondere mit der Verfassung. Die Verfassung selbst hat ihre Eleganz nicht eingebüßt. Sie hat nicht gelitten. Ich war wirklich erstaunt zu sehen, dass zum Beispiel ein über 100 Jahre für tot erklärter Artikel der Bundesverfassung plötzlich zu lebhaftem Leben erwacht ist und mich zu verschiedenen Tätigkeiten veranlasst hat. Darüber könnte ich lange reden, aber das tue ich jetzt nicht. Weil eine Sache bereitet mir mehr Sorgen, und das soll was heißen angesichts der vielen brennenden Themen, die vor uns stehen. Was mir am meisten Sorge bereitet, ist die Klimakrise, in die wir immer tiefer hineinrutschen. Also man muss nur mit Bauern reden oder mit Forstwirten, um zu hören, was jetzt schon passiert. Dass Pflanzen etwa in der Dürre, im Osten Österreichs jedenfalls, ich höre, Vorarlberg war begünstigt durch Regen in den letzten 4 Wochen, aber der Osten Österreichs nicht. Ich höre, wie Pflanzen vertrocknen, dass Existenzgrundlagen im Einzelfall bedroht sind. Und es ist nicht nur die Existenzgrundlage einer Bäuerin, es ist ja letztlich unser aller Existenzgrundlage. Oder vor wenigen Wochen mussten wir registrieren, dass ein Tornado Landschaften an unserer Grenze verwüstet. Ein Tornado in Europa, in Mitteleuropa. Oder ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass es in Bregenz einmal einen Hitzeausbruch mit bis zu 50 Grad Celsius haben könnte, wie vor kurzem in Kanada. Ausgerechnet in Kanada. Ich meine, Kanada ist subtropisch oder tropisch? Das wusste ich nicht. Ich habe gesagt, nein, Bregenz wahrscheinlich nicht, der See und so weiter. Aber wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Und wir alle haben, glaube ich, noch die Bilder von letzter Woche im Kopf von den Überflutungen in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg mit vielen, vielen Toten, zerstörten Häusern und vielen Menschen, die alles, ihr komplettes Hab und Gut verloren haben. Ich weiß ja, Sie hätten gern, dass ich etwas über etwas anderes spreche, stimmt's? Sie sind nicht hier, weil Sie sich Sorgen machen wollen. Und niemand will sich Sorgen machen, ich auch nicht. Ich fürchte nur, wir müssen uns Sorgen machen. Und nicht nur wegen uns, wegen mir am allerwenigsten, ich bin zu alt. Wegen mir brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Aber wir alle haben nicht nur Menschenrechte, sondern auch Menschenpflichten. Und zu diesen Menschenpflichten gehört es, finde ich, unser Haus den nächsten Generationen in Ordnung zu übergeben. Was mich tröstet ist, ich bin jetzt alt genug, um in Österreich schon viele Krisen erlebt zu haben und wie wir sie bewältigt haben. Meine höchste Bewunderung dafür. Und daran muss ich denken, wenn ich hin und wieder höre, nein, die Zukunft wird schrecklich sein, ich kann jetzt keine Kinder mehr kriegen, etc. Ja? Alles nicht unberechtigt, aber wir sollten nicht allzu pessimistisch werden. Ja? Man kann sehr viel machen. Wir können sehr viel machen. Sie können sehr viel machen. Wir wissen schon, dass wir das Zeug haben, mit allen möglichen Krisen fertig zu werden und wie wir unsere Gesellschaft zu einer neuen Blüte führen können. Es wird nicht die sein, die wir kennen, aber sie wird wieder blühen.
Wir werden, und das ist vielleicht eine unbequeme Nachricht, wir werden unsere Lebensweise umstellen müssen. Ja, wir werden uns anpassen müssen. Nachhaltigkeit, Regionalität, Klimabewusstsein werden unser Verhalten leiten. Und die Jobs von morgen werden zu einem großen Teil nicht die von gestern sein. Das verlangt einiges von uns. Aber vor 3 oder vor 5 Jahren hätte ich noch ganz anders über dieses Thema gesprochen. Jetzt finde ich, wir haben viele erfreuliche Zeichen. Unternehmen beginnen sich umzustellen. Sie beginnen sich umzustellen, weil sie erkannt haben, nicht weil sie plötzlich die verschiedenen wissenschaftlichen Studien lesen, sondern weil sie erkannt haben, die Risiken am Markt verändern sich aufgrund der Klimakrise. Und das macht nicht nur einzelne Unternehmen nervös, das macht Banken nervös. Das macht Versicherungen nervös. Wie steht es mit meinen Kunden, meinen Klienten? In welchem Sektor arbeiten die? Sind sie vorbereitet auf eine andere Zukunft? Also von daher kommt ein enormer Druck. Von den jungen und jüngsten, ganz jungen Leuten kommt enormer Druck. Es geht um deren Zukunft. Ganz einfach. Die nächsten 50 Jahre stehen vor denen, nicht vor mir, sondern vor den jungen Leuten. Das ist nicht nur Fridays for Future, aber unter anderem auch. Und manchmal habe ich den Eindruck, auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, bei den jungen und ganz jungen Leuten, da tut sich so viel. Und die Politik tut sich schwer, sich dem, wie soll ich sagen, ihrerseits die richtigen Zeichen zu setzen. Die Politik muss aber jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Das verlangt Mut, ja, zugegeben. Die Ziele haben wir ja. Ziele habe ich in meinem politischen Leben schon genug erlebt. Nicht nur in diesem Klimabereich, sondern auf zig anderen Bereichen auch. Ziele interessieren mich eigentlich nur noch sehr wenig. Ich will die Maßnahmen sehen, nicht die Ziele, die angeblich angestrebt werden. Aber die Ziele sind definiert, wir müssen nur schneller ins Tun kommen, in die Umsetzung dieser Ziele. Und das schaffen wir auch. Das schaffen wir auch nicht mit Pessimismus, sondern mit entsprechendem Mut, mit der Zuversicht und der Erneuerungskraft, die nicht nur Österreich, aber insbesondere auch Österreicher auszeichnen. Ja, meine Damen und Herren, das mag ja jetzt nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit und nicht der richtige Anlass sein, um über die Klimakrise zu sprechen. Aber wahr ist auch, mittlerweile ist das Problem so dringend geworden, dass jeder Anlass der richtige Anlass ist, um darüber zu sprechen. Das war jetzt das Semifinale meiner Predigt. Also meine Damen und Herren, genießen wir das Zusammensein heute. Genießen wir, wie Andrea Mayer und Herr Metzler und alle schon gesagt haben, genießen wir die Kunst. Jetzt können wir wieder genießen. Es ist letztes Jahr ja dramatisch ausgefallen, dieses Erlebnis. Feiern wir die Bregenzer Festspiele, feiern wir ihren 75. Geburtstag. In gewissem Sinn ist das ja das Festival der Republik. So kurz nach dem Krieg gegründet, 75 Jahre schon. Sie haben damit eine schöne, lange Tradition begründet. Und in gewisser Weise, finde ich, spiegeln die Bregenzer Festspiele auch das Kulturverständnis unserer Nation wider. Durch diese Mischung aus Offenheit und Qualität, Tradition und Experiment. Da muss man sich schon was trauen. Und sie trauen sich immer wieder. Und nicht zu Unrecht ist die Seebühne inzwischen zu einem weltberühmten Symbol der Festivals, der Superlative geworden. Also ich gratuliere noch einmal persönlich. Ich darf das im Namen der Republik, fühlen Sie sich geehrt, aber vor allem persönlich und von Herzen, bei allen jenen, die dazu in der Vergangenheit und jetzt und morgen beigetragen haben, beitragen werden, dass dieses wunderbare Festival stattfindet, dass wir diesen
Das ist irgendwie ein platter Ausdruck, aber es hat was, dass wir diesen Kunstgenuss erleben dürfen. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Bregenzer Festspiele. Und ich erkläre hiermit, und deswegen stehe ich eigentlich da, ich erkläre diese Festspiele, die uns so viel Freude bereiten, feierlich für eröffnet. Die Eröffnungsworte und ein Plädoyer für den Klimaschutz und ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.